Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch beim Adventskalender mitnehme, den ich von meiner Beraterin zusammengestellt bekomme. Und das ist Türchen Nummer 1 und das machen wir jetzt auf. Ein etwas größeres Paket. Ich bin gespannt, was drin ist. Das ist viereckig schon überlegt, was es sein könnte. Das ist das Unterteil für die Wand. Das habe ich euch schon ganz, ganz oft in den Videos vorgestellt. Und in Schwarz. Bisher kenne ich das immer nur weiß. Hier ist auch die Glühbirne drin. Cool. Also in Schwarz kenne ich es noch nicht, bin ich sehr gespannt. Bisher meine ich, sind die alle bei mir in Weiß gewesen. So, das stelle ich mal zur Seite. Und dann hier die Lampe. Hier wieder die Dichtungsringe. Und das ist die Lampe dazu. Aus Keramik. Einen wunderschönen Baum. Finde ich jetzt nicht nur, dass man die im Herbst oder so benutzen kann, wobei ich die, glaube ich, vorzugsweise im Herbst benutzen werde, Herbst, Winter. Und wir haben hier hinten vier Löcher, damit der Schein auch durchkommt durch die Birne. Sehr, sehr cool. Das leuchtet also nach hinten an die Wand. Macht also nicht ganz so viel Licht, nur ein bisschen, aber finde ich sehr, sehr cool. Ja, also die wird. Ja, wird auf jeden Fall so in der Herbst- und Winterzeit oder auch so im Januar bei mir zum Einsatz kommen. Gut, jetzt haben wir Dezember. Ich muss mal schauen, wo ich sie auch aktuell hinpacke, da ich ja schon einige Lampen hier habe, aber ich tausche ja auch immer sehr, sehr gerne. Ja, cool. Da freue ich mich auf jeden Fall. Die werde ich später mal zusammenbauen. Ja, das war Türchen Nummer 1 aus meinem Sensi Adventskalender. Da bin ich sehr gespannt, was da auf jeden Fall in den nächsten Türchen noch kommt. Seid gespannt. Morgen nehme ich euch wieder mit. Und ich würde sagen, bis morgen, ihr Lieben. Tschüss.